Also für die Eltern ist es oft eine Herausforderung, wenn sie den Spielraum besuchen mit ihren Kindern, dass sie ja eine sehr zurückhaltende und wahrnehmende und eher beobachtende Rolle einnehmen. Und das ist, auf der einen Seite ist es manchmal schwierig für sie, dass sie gar nicht mit den Kindern aktiv sein können, wie sie das vielleicht aus anderen Gruppen gewöhnt sind, also dass sie eben nicht spielen und nicht animieren, nicht motivieren und ich sag mal, vielleicht noch ein lustiges Kniereiterspiel mit den Kindern machen, sondern einfach schauen, was macht denn mein Kind? Und sich ja zurücknehmen auch. Und das ist natürlich am Anfang in einer, ja, ich sag mal auch in einer Welt, in der man eigentlich immer aktiv sein muss, plötzlich in so einen Spielraum zu kommen. Und da sitzt man da und schaut nur zu. Da hat man erstmal das Gefühl, das ist ja jetzt so ganz reduziert. Und das ist nicht immer einfach. Ich hatte so den einen oder anderen Kurs halt für Kinder oder Babys halt schon besucht. Deswegen hatte ich so ein bisschen, ja, eigentlich so die Hoffnung aufgegeben, dass mir so ein bisschen was wirklich richtig gut zusagt. Und der Spielraum, der war halt total anders. Ich hatte das Gefühl, dass wir Erwachsenen viel mehr gelernt haben als die Kinder. Einfach, weil wir noch in unseren Strukturen so gefangen sind, dass man Sachen beibringen muss und so weiter. Aber die Kinder entwickeln das teilweise einfach natürlich. Und wir lernen dann, dass die Kinder es natürlich lernen, dass wir gar nicht so viel eingreifen müssen. Ich kann mir wirklich die Zeit nehmen und ihr zuzugucken. Und wenn man das schafft, sich so zu lösen und einfach nur es zu genießen, mit ihr zusammen sich daran zu erfreuen, dann finde ich, ist das eine ganz, ganz wertvolle Zeit, die man hier verbringt.